Sebastian Konstantin und ihre Kommilitonen sind noch in der Ausbildung. In einem guten halben Jahr werden sie alle ihre Lehre als Industriekaufmann abgeschlossen haben. Und doch sind Zahlen und Statistiken nicht das Einzige, was sie aus ihrer Lehrzeit mitnehmen. Denn sie haben auch gelernt, Verantwortung für ältere Menschen zu übernehmen. Im Rahmen einer Projektwoche, die unter anderem von der Bertelsmann Stiftung initiiert worden ist, haben sie ihre Computer gegen Spaziergänge, Spiele und Gespräche in einem Alterspflegeheim eingetauscht. Wir hatten eben da die Möglichkeit, in der Projektwoche quasi mal hier in das Altenpflegeheim hineinzuschnuppern und mal zu sehen, wie es eben halt ist, hier zu arbeiten und die Erfahrungen zu sammeln und soziale Kompetenz für uns im Beruf auch zu fördern. Mitwirkung, das Lernen in fremden Lebenswelten heißt das Projekt und ist nur ein Beispiel von vielen für die Initiative von Unternehmen der Region in Halle an der Saale. Unter dem Motto Bildung, Ausbildung und Beruf haben sich Dutzende Unternehmen bereits 2009 zu Verantwortungspartnern zusammengeschlossen, um ihre Region zu stärken. Wir haben mit der Bertelsmann Stiftung zusammen hier in Halle begonnen, die Verantwortungspartner-Initiative aufzubauen und möchten gerne speziell in der Region Halle, aber vielleicht auch zukünftig in Mitteldeutschland für die Zukunft Bildung und Ausbildung mitgestalten, möchten hier neue Impulse setzen, neue Wege gehen. Es ist besonders wichtig für die Unternehmen, die mitmachen, weil sie sehen, dass wir in Bildung investieren müssen und wollen, in die Menschen, die hier leben, die eben nicht weggehen wollen, weil sie sagen, das ist Heimat, aber auch vielleicht Menschen zu interessieren, dass sie in diese Region kommen, weil sie sehen, hier geht was, ja, hier funktioniert was. Und ein Stück auch, dass der Funke überspringt, dass man hier was bewegen kann. Also es vorzumachen, es vorzuleben, das Engagement sich lohnt. Dass hier was geht, weiß auch die Politik und sieht darin gute Chancen für die Region. Es ist aber auch eine Erkenntnis, die wir haben, dass wir einfach zusammenhalten müssen, wenn wir im internationalen Wettbewerb im wahrsten Sinne des Wortes um Menschen, um Attraktivität, aber auch in der Wirtschaft, um dort bestehen zu können, müssen wir unsere Kleinheit eben durch Zusammenarbeit kompensieren. Im Rahmen der 2007 gegründeten Initiative Unternehmen für die Region wurde nun die Idee der Verantwortungspartner entwickelt. Hier bündeln die Unternehmen einer Region ihr Engagement zusammen mit weiteren Partnern wie den Kommunen, Landkreisen, der Kirche, Vereinen oder sozialen Einrichtungen. 7 Verantwortungspartnerregionen gibt es bereits und jede einzelne hat dabei ihr Schwerpunktthema. Und während in Halle Bildung und Ausbildung im Mittelpunkt steht, ist das Motto im Saarland Jugendtechnik und Beruf. Auf zauberhafte Art und Weise werden hier bereits den kleinsten naturwissenschaftliche Phänomene nahegebracht. Nachahmen ist hier ausdrücklich erwünscht. Für den Initiator des Projektes Hokus Pokus Technicus nur ein Weg, die Neugier der Kinder zu wecken. Für mich war es wichtig, Experimente zu machen, damit Kinder verstehen, was Naturwissenschaft ist. Und mir war es besonders wichtig, eigentlich bei den Kindern wieder Neugier zu erzeugen für dieses Projekt. Und am Ende natürlich, dass die Kinder auch Spaß haben, wie man hier eigentlich sehr schön sehen kann. Und auch hier ist die Politik vom Engagement der Unternehmen begeistert. Ein armes Land wie das Saarland hat nicht unendliche Ressourcen. Und insofern sind wir sehr froh, wenn es Partner gibt, die uns unterstützen, dabei Dinge nach vorne zu bringen. Und das Thema beispielsweise frühkindliche Bildung ist ein ganz, ganz wichtiges, was durch die Verantwortungspartner unterstützt wird, was in der Form nicht möglich wäre, wenn es die nicht geben würde. Miteinander, füreinander vernetzt und ganz im Sinne der Region. Auch das sogenannte Verantwortungsportal, ein Projekt des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz, ist ein gelungenes Beispiel für Unternehmensverantwortung. Auf der webbasierten Netzwerkplattform können sich Unternehmen austauschen, ohne großen zeitlichen Aufwand. Wir wollen also die Projekte, die es in der Region gibt, transparent machen. Und das sieht man hier sehr schön. Wenn man bei Ideen und Projekten mal sich die Übersicht anschaut, da sieht man also bereits, welche Projekte haben bereits Partner, welche suchen bereits Partner. Für den Vorstandsvorsitzenden der NanoGate AG und Sprecher der Verantwortungsinitiative ist sowohl die kindliche Bildung als auch die Vernetzung der saarländischen Unternehmen unverzichtbar, vor allem auch mit Blick auf die Zukunft. Wir sind halt ein Unternehmen, wir möchten gerne in der Region wachsen. Das ist der Unterschied, ist glaube ich der, oder das, was Mittelstandsunternehmen auszeichnet, ist, dass sie halt in der Region selber verhaftet sind. Das heißt, sie wachsen hier. Wir unser Familienleben hier, wir wollen die nächsten Generationen hier tätig sein. Das heißt, uns liegt die Region am Herzen und wir möchten sie gerne in den nächsten Jahren weiterentwickeln.
konsequent eigene Schritte gehen, eigene Ideen verwirklichen und dabei die Region im Blick haben. Nicht immer ist das leicht. Doch dass es geht, zeigen viele kleine und große Beispiele. Dass dazu manchmal auch der Blick in andere Lebenswelten hilft, haben unter anderem die Lehrlinge um Sebastian und Konstantin vorgemacht.